Hey Leute, mein Name ist Gregor. Ich stehe hier in der Wüste in Arizona und ich bin extra hierher gereist, um die niegelnagelneue Fox 36 zu testen und alles, was es über die Gabel, das neue Casting, das neue Innenleben und natürlich die Testeindrücke zu wissen gibt, erfahrt in den kommenden Minuten, also bleibt auf jeden Fall dran. Kommen wir also zu den technischen Fakten direkt und ja, wir haben es schon angesprochen, auffälligste Änderung, das neue Casting mit solchen Löchern jetzt hier vorne an der Brücke und ja, laut Fox ein computergeneriertes Design ist jetzt nicht so die Besonderheit. Ich würde sagen, da wird heute ganz schön viel am Computer generiert, aber natürlich meinen sie damit, dass sie quasi den Bauraum, den sie hatten, mit einem Computer haben so optimieren lassen, dass die Gabel möglichst steif ist und deswegen eben diese breite Ausführung jetzt hier mit so kleinen Löchern drin, wahrscheinlich um Gewicht zu sparen. Und ja, die ganze Gabel soll damit 20% steifer sein als bisher. Das meint die torsionale Steifigkeit, also das hier quasi, wenn man so einen Schlag drauf bekommt, wie die Gabel sich so torsional verbiegt, im Gegensatz zur lateralen Steifigkeit. Das wäre quasi hier unten ein Schlag gegen und die ganze Gabel würde sich so biegen. Andere Änderungen, die man jetzt hier schlecht erkennen kann, es gibt hier innen diese Bypass-Kanäle, das ist so eine Eigenheit von Fox, die waren bisher auf der Rückseite und die sollen einfach nur dafür sorgen, dass quasi Schmieröl von unten aus dem Casting hochgezogen werden kann, vorbei an den Glidebuchsen. Und ja, die hat man jetzt von hinten nach innen gelegt und damit sind sie quasi aus dem Weg der lateralen Steifigkeit, also wenn hier ein Schlag vorne drauf kommt, soll das einfach eine bessere Positionierung sein. Genau, und insgesamt dann die ganze Gabel einfach deutlich steifer, hat quasi die Lücke zur steiferen, fetteren, schwereren Enduro-Gabel 38 ziemlich geschlossen und ja, soll die einfach besser in dem wachsenden, so aggressiven All-Mountain- und Trail-Bereich platzieren. Ja, aber nicht nur äußerlich hat sich natürlich einiges geändert. Ich habe gerade schon die Glidebuchsen angesprochen. Die sieht man jetzt nicht von außen. Das sind ja so Teflon beschichtete Buchsen, an denen quasi hier die goldenen Kashima-Rohre jetzt im Fall dieser Factory-Ausführung, auf denen die eben gleiten. Und der Abstand, der wurde deutlich vergrößert, laut Fox um 26%. Also die liegen jetzt weiter auseinander. Und ich weiß nicht, es macht irgendwie Sinn, wenn ihr schon mal so eine alte Schublade, die einfach nur so eingesteckt ist in so einer Führung, nicht auf so einer Rollführung ist, wenn man die zu weit rauszieht, dann kippt die so nach unten und klemmt. Und dann muss man die quasi leicht anheben und kann sie dann erst wieder reinstecken. Und genau dasselbe passiert mit eurer Gabel. Wenn diese Glidebuchsen enger zusammenliegen und die Gabel kriegt jetzt hier so einen Biegemoment drauf, dann kann die quasi verkanten einfach und dann federt die nicht mehr richtig. Und dadurch, dass dieser Abstand jetzt ja ein Viertel größer ist als vorher, mehr als ein Viertel sogar, soll das quasi weniger ein Problem sein. Eine andere Änderung, die so ein bisschen dieselbe Sache versucht zu optimieren, ist die neue Fox Float Compliant Luftfeder. Im Prinzip ist die Luftfeder unverändert, auch der Luftdruck bleibt eigentlich derselbe wie beim alten Modell, aber was sich geändert hat eben ist, dass zwischen dem Schaft und dem Kolben der Luftfeder befinden sich jetzt so kleine Gummi-O-Ringe, so Elastomere, und auch zwischen dem Schaft und den Standrohren, also an den beiden Stellen quasi, wo der Luftschaft ja, mit dem Standrohr in Berührung kommt, und das soll einfach nur dafür sorgen, dass auch unter Biegebelastung quasi der Luftkolben weiter smooth laufen kann, richtet sich dann quasi nach der Biegung vom Standrohr und verkantet da drin einfach nicht. Gibt es ähnliche Lösungen schon von RockShox in Form der Buttercups, die sind aber woanders, die sind hier unten angebracht und Formula macht sowas schon länger mit so Kugelgelenken statt Elastomeren, aber jetzt gibt es eben auch in einer Version von Fox. Sonst eigentlich technisch nicht so aufwendige kleinere Änderungen, die aber das Leben des Fox-Kunden echt leichter gestalten könnten, sind: Es gibt neue Schutzbleche, hier ist jetzt die kurze Version montiert, es gibt auch noch eine lange Version. Und die Schutzbleche werden nicht mehr hier hinten an diesen Druckablassventilen im Casting verschraubt, sondern eben über vier Schrauben hier hinten drin an der Brücke. Das ist auf jeden Fall ein bisschen einfacher. Diese Ventile wurden auch leicht angepasst, sind jetzt hier deutlich breiter, einfacher zu drücken. Habt ihr es gehört? Kam sogar ein bisschen Luft raus. Und haben jetzt hier so kleine Schlitze drin. Das heißt, wenn man drauf drückt, kannst du mal hier probieren. Kam auch ein bisschen was raus. Dann soll die Luft quasi durch diese Schlitze besser entweichen. Ist eine kleine Optimierung und was wirklich cool ist, muss ich aufschrauben, um es euch zu zeigen, die Top Cap von der Luftkammer fällt direkt runter und die Top Cap ist jetzt mit einem Shimano Kassettentool versehen, nicht mehr den großen Sechskantnüssen quasi, die man extra kaufen musste, sondern ganz normales Kassettentool. Wer Tokens verbauen will oder ähnliches, wird sich drüber freuen, weil das einfach besser zu handhaben ist.
Ansonsten noch ganz rough die quasi harten Facts. 140, 150, 160 mm Federweg könnt ihr bei der 936 haben. Sie wird in der günstigen Version mit einer Grip-Kartusche ausgeliefert. Die Kashima Factory-Version und Performance Elite-Version kommen mit Grip X oder Grip X2 Kartusche. Also die Dämpfung ist es, wurde im letzten Jahr neu vorgestellt. Und ja, eine Neuerung ist, es gibt jetzt eine PM200 Bremsaufnahme. Das heißt, wenn ihr die Bremse direkt hier dran montiert, passt es für 200 mm Bremsscheiben, vorher waren es 180. Die Gabel gibt es als 29 Zoll Version, wie wir sie getestet haben, oder als 27,5 Zoll Version. Sie wiegt 2143 Gramm, das ist diese Gabel hier, das ist 29 Zoll, 160 mm, Grip X2 Dämpfung, Factory Version mit 190 mm Schaft, also einem relativ langen Schaft. Gewicht ist ziemlich unverändert zur Vorgängerversion und sie kostet 999 bis 1609 Euro. Letzteres natürlich die Vollgas Factory Version von Fox. Eine weitere wichtige Info, die ich euch bis jetzt unterschlagen habe, neben der neuen Fox 36 gibt es jetzt die ganz neue Fox 36 SL. Ja, das ist eine sehr ähnlich aussehende Gabel, die wird künftig die Fox 34, also die reguläre 34, ersetzen. Richtet sich an Trailbikes mit 120, 130 oder 140 mm Federweg an der Front. Setzt, der Name sagt es, auf dicke 36 mm Standrohre. Ist noch ein bisschen gewichtsoptimiert im Vergleich zum großen Geschwisterchen hier. Verfügt auch über die neue Fox Luftfeder mit diesen Elastomeren drin. Aber statt zwei Sets ist nur eins drin, weil Fox sagt, ja, kürzere Gabel, einfach kürzerer Hub, die braucht gar nicht so viel Flex da drin quasi. Gibt es auch in Schwarz oder Orange. Kaufen kann man sie wahrscheinlich vorerst nur mit der Grip X Dämpfung, also quasi der teureren, etwas leichteren Dämpfung. Soll auch so ab sofort verfügbar sein. Wiegt laut Fox 1755 Gramm in 29 Zoll mit 140 mm und der Grip X Dämpfung drin. Und soll je nach Version 939 bis 1539 Euro kosten. Ist also insgesamt so ein bisschen die ja, Downcountry bis so leichte Trailgabel von Fox. Die konnten wir allerdings nicht testen. Das heißt, alle Infos dazu findet ihr in einem extra Artikel. Den verlinke ich euch auf jeden Fall hier oben und auch unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr nochmal die Facts nachlesen. Da werden wir sicherlich auch noch Eindrücke nachreichen. Ich habe mich komplett auf die Fox 36 konzentriert, also die normale All-Mountain-Version. Und deswegen kommen wir jetzt gleich zu den Testeindrücken und wie die sich so im Real Life geschlagen hat. Für den Test der Gabel hatten wir die Möglichkeit, vor einigen Wochen schon zu Fox nach Scottsdale, Arizona, also so ziemlich in die Wüste zu fliegen. Da haben die einen eigenen Standort und da konnten wir die Gabel 3 Tage auf den Trails auf jeden Fall testen und auch viel mit den Ingenieuren und Entwicklern reden. Das war cool, um Input zu einem neuen Produkt zu bekommen, aber natürlich ist es immer so eine Sache, super gejetlaggt auf so Wüstentrails, super sandig, rutschig, links und rechts super spitze Kakteen. Ist jetzt nicht so, was man gewohnt ist und deswegen konnten wir die Gabel mit nach Hause nehmen. Ich bin jetzt mehrere Wochen lang in unterschiedlichsten Bedingungen auf meinen Hometrails gefahren. Das ist auf jeden Fall deutlich wertvoller, um wirklich gute Testeindrücke sammeln zu können. Generell muss man sagen, so Änderungen wie Foxy jetzt gemacht hat an der Steifigkeit, an der quasi an den Reibungseigenschaften der Gabel, die sind auf jeden Fall schwerer zu beurteilen als jetzt eine Luftfeder oder eine Dämpfung. Da hat sich ja nichts geändert. Man kann auf jeden Fall sagen, was auffällt, die Gabel spricht wirklich extrem gut an. Und damit meine ich jetzt nicht dieser Parkplatztest, so man lädt das Rad aus dem Auto und dann drücken die Kumpels alle mal oben auf den Lenker drauf und sagen, wow, die gleitet aber gut, sondern ich meine wirklich auf dem Trail, die Gabel folgt dem Boden exzellent. Ich würde sagen, da können auf jeden Fall die Änderungen im Innenleben, vor allem in der Luftfeder, vielleicht eine Rolle spielen. Auch der größere Buchsenabstand spielt auf jeden Fall eine Rolle dabei. Ich habe das nicht provozieren können, dass die Gabel so verkantet, wenn man irgendwo gegenfährt. Und ja, genau das, was eben dieser größere Buchsenabstand bringen soll, das habe ich nicht provozieren können, auch wenn meine Trails da eigentlich ziemlich gut geeignet für sind. Es ist viel Hardpack, Lehmboden, richtig rausstehende Wurzeln und Steine. Alles eher steil, dass man viel auf der Bremse steht. Im Gegenteil, ich kann sagen, ich fand die Änderungen da sehr angenehm. Die Gabel ist spürbar steifer als der Vorgänger auf jeden Fall. Für meines Erachtens ist es nicht zu viel. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, wie ich es manchmal bei einer Fox 38 oder auch einer RockShox Zap, also diesen fetten Enduro-Gabeln habe, dass ich denke, das ist mir zu steif, es kostet mich Kontrolle, auch im Nassen zum Beispiel. Das Gefühl hatte ich nie. Ich denke, das ist sehr wichtig, das Zusammenspiel zwischen der Grip X2 Kartusche und der steiferen Gabel. Ich denke, mit der älteren Grip 2 Dämpfung würde man hier eher in Probleme kommen, weil das einfach insgesamt dann steifer
breiteres und auch strafferes Paket ist, ein bisschen unkomfortabler. Sofa habe ich die Änderung auf jeden Fall als sehr angenehm empfunden. Wie immer bei solchen Änderungen kommt es eben sehr darauf an, was man sich davon erwartet. Nutzt man die Gabel eher so wie ich? Ich bin sie in einem Specialized Stump Jumper Evo, also in einem sehr, sehr aggressiven Trailbike gefahren. Eher steile Trails, viele Tiefenmeter, man hängt die ganze Zeit auf der Bremse, es schlägt immer ordentlich. Ich habe es mit einem Coildämpfer kombiniert am Heck. Dann ist es auf jeden Fall eine willkommene Abwechslung. Ich hatte dann auch im Schlamm keine Probleme eigentlich damit, solange man irgendwie aktiv fahren kann, in den Boden reinpusht quasi, fand ich die Steifigkeit sehr, sehr angenehm und würde sagen, gerade wer auch mal einen alpinen Urlaub machen will oder sowas und eben für seine Hometrails, aber auch mal für einen Tag im Bikepark oder in den Alpen so ein Allround-Bike sucht, was ja so ein 150, 160 mm Trail-bis-All-Mountain-Bike irgendwie ist, der würde es auf jeden Fall willkommen heißen. Ein bisschen anders war es tatsächlich in Arizona in der Wüste. Ich habe es schon gesagt, es war super rutschig, sehr, sehr, sehr harter Boden, viele so sehr runde Steine, gegen die man gegenfährt. Ich konnte es leider nicht back-to-back testen gegen die alte Gabel, das wäre sicherlich interessant gewesen, aber da ist dann schon aufgefallen, dass die Gabel sich insgesamt eher straff anfühlt. Also wer jetzt sehr leichtgewichtig ist, ich wiege auch 83 Kilo, fahre hier 92 bis 96 PSI in der Gabel, die Dämpfung ungefähr halb geschlossen, plus minus zwei Klicks vielleicht. Wer sehr viel leichter ist, wer die ganze Zeit nur Loma fährt, wer sich so ein bisschen verspieltes Fahrrad erwünscht, der wird wahrscheinlich auch mit der alten Gabel sehr glücklich und am Ende vielleicht sogar noch glücklicher sein. Eine wichtige Anmerkung aus meiner Sicht ist auf jeden Fall noch die Dämpfung. Die wurde ja im letzten Jahr bereits neu vorgestellt. Die Factory und Performance Elite Versionen, die kommen jetzt eben mit einer Grip X2 oder Grip X Dämpfung. Ich konnte beide schon fahren. In der neuen Gabel bin ich jetzt die Grip X2 gefahren und ich würde jedem auf jeden Fall dazu raten, also wer die Gabel im Aftermarket erwirbt, der sollte auf jeden Fall zur Grip X2 Dämpfung greifen. Die Gewichtsersparnis gegen die Grip X Dämpfung oder mit der Grip X Dämpfung ist wirklich minimal, spielt meines Erachtens keine Rolle. Generell, die Dämpfung ist so wichtig für die Fahreigenschaften, es wäre der letzte Ort, an dem ich irgendwie Gewicht sparen wollte. Und ich finde den Unterschied schon signifikant. Also man spürt die Änderung mit der Grip X Dämpfung relativ gut, wenn man Klicks macht, ist das relativ gut zu erfahren und ich finde sie vor allem insgesamt komfortabler und kontrollierter. Also sie gibt den Federweg am Anfang deutlich großzügiger frei, als es vielleicht bei alten Fox-Dämpfungen der Fall war. Gleichzeitig hat man immer noch diesen Gegenhalt ein bisschen tiefer im Federweg, den ich mit der Grip X teilweise vermisse. Also da gibt es für mich keinen Grund zur Grip X-Dämpfung zu greifen und generell würde ich auch sagen, und das leitet eigentlich direkt über ins Fazit, ich würde insgesamt sagen, es sind sinnvolle Änderungen, die mir persönlich für meinen, wie gesagt, eher fast schon enduromäßigen Fahrstil sehr, sehr gut getaugt haben. Insgesamt würde ich aber sagen, der Performance-Sprung, der letztes Jahr mit der neuen Dämpfungsgeneration erzielt wurde, war spürbarer und nennenswerter. Wer eine neue Gabel hat mit einer Grip X2 Dämpfung und sagt, ich bin damit super happy, der muss auf gar keinen Fall jetzt wieder das Portemonnaie zücken und upgraden. Wer sagt, ich bin happy, aber die Steifigkeit, das habe ich echt gemerkt, ich möchte keine 38, aber eine steifere 36 ist genau das, was ich gesucht habe, der wird genau das hier bekommen. Und insgesamt, wer aber im Gegenteil sagt, nee, ich möchte eher mehr Komfort und die Grip X2, das war ein super Update für mich, der soll auf jeden Fall bei seiner alten Gabel bleiben. Das war es zu meinen Eindrücken von der neuen Fox 36. Alle Infos findet ihr natürlich zum Nachlesen super detailliert nochmal im Artikel. Den verlinken wir euch hier unten in den Kommentaren auf jeden Fall. Und wenn ihr irgendwelche Fragen oder Anmerkungen habt, dann postet ihr auf jeden Fall in die Kommentare. Wir werden da definitiv drauf reagieren und freuen uns über jede Nachfrage. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Generell abonniert den Kanal. Hier gibt es immer die neuesten Tests zu den coolsten und neuesten Produkten. Und würde mich super freuen, euch hier wiederzusehen. Bis zum nächsten Mal.